Liebe Lea, ihr habt Hellwig Brunner und du, ihr habt euch mit den langen Zeiträumen, die in der Landschaft gegenwärtig noch geborgen sind, beschäftigt, in einem Steinbruch bei Wildon. Was waren so die Eindrücke für dich oder was hat dich durch die Landschaft geführt? Also es war schön, weil das, also das Schlagwort Landschaft als Zeitspeicher gab es schon vorher und dann hat es einen gemeinsamen Spaziergang gegeben und der war irgendwie sehr bereichernd für mich, weil auch mit diesem Blick vom Hellwig Brunner das tatsächlich für mich irgendwie erlebbar war, irgendwie diesen Steinbruch, auch wenn ich mich jetzt mit den Details nicht auskenne, aber einfach diese Tatsache, einen Steinbruch als Steinbuch erleben zu können, in dem eben diese ganzen Zeiten irgendwie abgespeichert sind und gleichzeitig holt sich die Natur irgendwie diesen Steinbruch zurück und teilweise wird aber auch noch gearbeitet und irgendwie so diese Wuchtigkeit von diesen Zeiten bis hin zu einem Moment, wo an der Stelle noch mehr war und diese Gleichzeitigkeit von dem, was aber, wenn auch auf einem engen Raum, halt einfach jetzt da noch stattfindet, war irgendwie ein total schönes Erlebnis. Und die Wuchtigkeit und auch diese Gleichzeitigkeit und vielleicht auch diese Überforderung von diesen tausenden Ansätzen, die man da jetzt da wählen kann, passt mit dem Format irgendwie gut zusammen. Also das zieht sich vielleicht irgendwie durch. Und das ist so eine Praxis der Konzentration, sich durch den Steinbruch zu bewegen mit einem anderen Blick, als wenn du spazieren gehst, oder dem gleichen Blick? Es ist auf jeden Fall anders, wenn man einen Ort, also es ist vielleicht mehr vergleichbar wie, also das ein anderes Extrem wäre vielleicht der eigene Garten oder so oder der eigene Balkon, im Gegensatz zu durch eine Landschaft zu spazieren, und der Steinbruch ist vielleicht irgendwo in der Mitte gewesen, weil ich ihn schon ziemlich oft aufgesucht habe, zu verschiedenen Jahreszeiten, dann schon eigentlich auch Winkeln sehr gut gekannt habe, weil so groß ist das Gelände nicht. Und also das ist vielleicht, das geht schon noch einmal in so ein anderes Erfahren und Beobachten, als wenn man jetzt so spaziert oder fahrt. Und man sucht sich die Winkel auf, die man als ästhetisch produktiv erlebt. Und schaut ja immer wieder, wie sich die Dinge verändern, wie Licht und... Man sucht die Winkel auf, die einen interessieren, aber in Wirklichkeit kommt es dann auf den Zufall an, weil ob an dem Tag irgendwie ein Vogel am Himmel kreisen wird oder die Kaulquappen schon fertige Frösche sein werden oder gerade die Schwammelsaison beginnt, ist, wenn ich dorthin fahre, mir noch nicht bewusst. Also das findet sich dann. Und das, wenn man das dann nächstes Jahr wieder machen würde, wäre es vielleicht kein Zufall mehr, sondern schon Erfahrung. Aber so ist da einfach auch viel Zufall, Neugier, immer wieder der Versuch der Unbefangenheit oder so. Also sicher auch ein bewusst kindlicher Blick oder Perspektive, also den man dann kombiniert mit einem erwachsenen Erfahrungsschatz oder so. Also vielleicht. Danke.